Hallo ihr Lieben da draußen und schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei einem neuen Video von mir. Und nun geht es los mit den Auflösungen von euren Fragen. Frage Nummer 1. Wie kamst du darauf, Videos zu machen? Es ist nun halt alles aus Langeweile passiert am Anfang und dann habe ich mir gedacht, ich mache einfach mal weiter mit den Videos, mal gucken, wie es wird. Und nun, wie ihr seht, es ist für mich ein Hobby geworden und ihr habt Spaß daran, ich habe Spaß daran und mehr kann ich leider dazu auch nicht sagen und tschüss. Nächste Frage. Meine Frage ist, warum die Frage, die ich immer frage, so rüberkommt, als ob ich meine Frage so frage, wie man Fragen fragen sollte. Es ist nicht so, wie du denkst, denn das Denken der Gedanken ist ein denkenloses Denken, nie daran gedacht zu haben. Was hast du nun gedacht? Hä? Zutzi's ausgedacht. Next, please. Wie schaffst du es, dass deine Videos immer so gut ankommen? Ich weiß es einfach nicht. Hast du schon eine neue Idee für weitere Videos? Na klar, ich habe doch genug im Kopf für neuere Videos. Und warte mal, da kommt noch viel, 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 viel mehr. Und nächste Frage bitte. Cooles Video, mach doch ein Video wie Gangnam Style. Oder Autorennen, Action, du weißt, was ich meine. Deine Mutter Style. Yeah. Deine Mutter kocht, wenn sie richtig heiß ist. Sie backt mir sogar Brötchen vor dem Blech, yeah. Sie denkt, sie wäre Chef von Zaros Park. Oh nein, Junge, hör mal genau zu, sie ist deine Mutter, yeah. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Spaghetti Bolognese. Nächste Frage. Wann saufen wir mal ein paar Bierchen zusammen? Wenn wir beide ein neues Video zusammen drehen, dann machen wir das natürlich. Hau weg die Scheiße. Du kennst doch bestimmt Assassin's Creed 3. Spielst du das auch? Kennen ja, spielen nein. Ich spiele mehr Call of Duty. Natürlich da, wo es richtig zur Sache geht. Warum können Pinguine nicht fliegen? Ganz einfach, sie haben einfach keine Lust mehr zu fliegen, keinen Bock, kein nichts mehr und sie wollen einfach nur ihre Ruhe haben und ihren ganz normalen Lebensraum, da wo sie jetzt sind, anpassen. Mehr ist das nicht. So ihr Lieben, das war's auch mal wieder jetzt von mir, hier mit den Auflösungen von euren Fragen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder und ich sage tschüss und auf Wiedersehen, euer Matze Koks. Yeah!